Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat sich dafür entschieden, einen zweiten Nationalpark auszuweisen. Wir haben schon einen Nationalpark, den Nationalpark Eifel. Der ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Der ist ein Hotspot der Biodiversität. Der ist ein Motor der Regionalentwicklung in der Eifel. Der sorgt für Arbeitsplätze und einen erfolgreichen Tourismus. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir in Nordrhein-Westfalen wiederholen. Und dazu haben wir uns entschieden als Landesregierung, wir wollen nichts vorgeben. Nein, wir wollen die Menschen in den Regionen beteiligen. Wir wollen sie einbinden. Wir wollen einen ergebnisoffenen Beteiligungsprozess zur Findung eines Nationalparks machen. Dazu bieten wir allen Menschen in den Regionen Formate an, an denen sie sich beteiligen können, wo sie ihren politischen Willen einbringen können und dann am Ende selbst darüber entscheiden, ob ein Nationalpark eine Option für ihre Region ist. Das ist uns ganz besonders wichtig, denn ein Nationalpark kann nur im Konsens mit einer Region möglich sein. Das zeigte die Eifel, das zeigen 16 Nationalparke in Deutschland, die allesamt Erfolgsgeschichte sind. Wir planen als Landesregierung diesen Beteiligungsprozess über einen längeren Zeitraum bis ins erste Quartal 2024 durchzuführen, dass alle, die es wollen, sich hier entsprechend beteiligen können. Dann wird die Landesregierung eine Entscheidung treffen, in welcher Region in Nordrhein-Westfalen ein Nationalpark entstehen kann. Die Bürgerinnen und Bürger, die sich für einen Nationalpark interessieren, die sich einbringen wollen, ob in ihrer Region ein Nationalpark entstehen soll, die haben ab jetzt die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Bringen Sie sich aktiv ein. Wir wollen Sie mit konkreten Formaten dabei unterstützen, dass eine breite Beteiligung der Bevölkerung stattfinden kann.